Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der westlichen Friedrichstadt von Berlin-Mitte. Ich möchte Ihnen heute etwas erzählen zum Bereich des U-Bahnhof Mohrenstraße, der in den letzten Wochen und Monaten ja sehr, sehr in die Schlagzeilen geraten ist. Und ich möchte Ihnen natürlich nicht nur etwas über den U-Bahnhof erzählen, sondern auch über den Platz, unter dem er liegt, und die umliegenden Straßen und Gebäude. Liebe Zuschauer, wir sind im U-Bahnhof Mohrenstraße und Sie sehen, auch wenn sie etwas rutscht, ich habe meine Mundmütze aufgesetzt. Der U-Bahnhof ist ja nicht nur im Gespräch wegen seiner Namensgebung, der U-Bahnhof ist auch im Gespräch, weil immer wieder das Gerücht auftaucht, dass der Marmor, der hier verbaut wurde, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg bei seinem Wiederaufbau, aus der neuen nationalsozialistischen Reichskanzlei stammen könnte. Es wurden in den letzten Jahren Proben entnommen vom Marmor hier. Die wurden abgeglichen mit Marmor der Reichskanzlei und man weiß heute definitiv, es handelt sich zwar um ähnliche Steinbrüche in gleicher Region, aber definitiv nicht um den gleichen Marmor, sodass man also davon ausgehen kann, dass der Marmor, der hier verbaut ist, nicht aus der Reichskanzlei kommt. Am westlichen Ende der Mohrenstraße machen wir einen Schwenk und schauen in die Mauerstraße hinein, an deren linker Seite Sie einen Bau aus den 1930er Jahren sehen. Dieser Bau war eine Erweiterung des damaligen Reichspropagandaministeriums, wobei man fairerweise dazu sagen muss, dass Josef Goebbels selbst dort nie gearbeitet hat. Er hatte sein Büro woanders. Dieser ganze Gebäudekomplex ist weit älter als nur dieses Gebäude. Teilweise gibt es Gebäude aus dem Jahr 1883. Es wurde bis heute immer wieder erweitert, weil heute sitzt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in diesen Gebäuden. Die beiden Statuen, die Sie im Vordergrund sehen, rechts, das ist Graf von Schwerin, Generalfeldmarschall, und links Hans Karl von Winterfeld, ein Generalleutnant, beide aus dem 18. Jahrhundert. Liebe Zuschauer, Gebäude aus vielen verschiedenen Epochen sind zu sehen. Das ist ja in Berlin immer wieder der Fall, dass Sie teilweise eine Straßenkreuzung mit Gebäuden aus mehreren Jahrhunderten haben. Hier sind es nicht Jahrhunderte, hier sind es Jahrzehnte. Ganz links im Anschnitt haben Sie das Botschaftsgebäude der ehemaligen CSSR, das heute die Botschaft der Tschechischen Republik beheimatet. Dahinter aus den 2000ern die Mall of Berlin. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie dort einen kleinen alten Anriss eines Gebäudes, das um 1900 eventuell sogar etwas früher gebaut wurde und Teil der Verwaltung der Deutschen Reichsbahn war. Rechts geht der Blick zu einem Supermarkt und zu Plattenbauten, die erst 1987, also zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, auf dem Areal des ehemaligen Wilhelmplatzes fertiggestellt wurden. Und erst 1987 wurde der Wilhelmplatz offiziell als Straße entwidmet. General der Kavallerie von Zieten. Von Zieten lebte von 1699 bis 1786, hat für seine Zeit ein wirklich stolzes Alter erreicht, was ihm ermöglichte, für zwei preußische Könige zu dienen, Friedrich Wilhelm I. und nach dessen Tod 1740 auch noch für Friedrich II. Für den wurde von Zieten nicht nur ein enger Berater, sondern auch ein väterlicher Freund. Auf der rechten Seite des Zietenplatzes stand ab 1875 das Hotel Kaiserhof. Das galt damals als das erste Grand Hotel Berlins, wurde am 1. Oktober dieses Jahres eröffnet und brannte wenige Tage nach seiner Eröffnung komplett aus. Innerhalb eines Jahres wurde es wieder aufgebaut, neu eröffnet und war dann tatsächlich das wichtigste, größte und auch beste Hotel der Stadt. Hier fanden viele, viele wichtige Veranstaltungen statt. Ab 1907, als dann nämlich das Hotel Adlon dazu kam, bekam der Kaiserhof allerdings immer mehr Konkurrenz. In den 1920ern entdeckte die NSDAP den Kaiserhof, dessen Inhaber durchaus rechtsnational gesinnt waren,
Und 1932, vor seiner Wahl oder vor den Wahlen, hatte Hitler im Kaiserhof ein ständiges Zimmer. Der Kaiserhof brannte 1943 nach einem Bombenangriff komplett aus, wurde abgerissen. Auf seinem Gelände steht heute, seit 1975, das Gebäude der Botschaft von Nordkorea. Das ist eine Skulptur für den von den Nazis ermordeten Georg Elser. Georg Elser hat in den 1930er Jahren im Münchner Löwenbräukeller als eigentlich erster versucht, Adolf Hitler zu töten. Der Name Wilhelmstraße hat übrigens nichts mit Kaiser Wilhelm I. oder Kaiser Wilhelm II. Zu tun, sondern existiert seit 1740 und wurde zu Ehren König Friedrich Wilhelms I. nach seinem Tod gegeben. Liebe Zuschauer, das, was Sie hier im Boden eingelassen sehen, ist der Grundriss der Dreifaltigkeitskirche, die ab 1737 hier in der westlichen Friedrichstadt gebaut wurde. Es gab eine Art Schwesterkirche, die Bethlehemskirche, die wurde einige Jahre früher fertiggestellt. Grund für den Bau beider Kirchen war das schnelle Wachsen der Stadt Berlin und seine Einwohnerzahl. Beide Kirchen wurden im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt oder zerstört und dann abgerissen. Das gelbe Gebäude, welches Sie im Hintergrund sehen, ist das Pfarrhaus der Dreifaltigkeitskirche, der Bethlehemskirche und der Gemeinde der Hugenotten in Berlin, die es ja auch immer noch gibt. Das Gebäude ist das älteste erhaltene Gebäude in der Friedrichstadt aus dem 18. Jahrhundert. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, das hat Ihnen wieder ein bisschen Spaß gemacht. Das war rund um den U-Bahnhof Mohrenstraße, der dann ab Jahresende also U-Bahnhof Glinkerstraße heißen wird. Wir setzen diese Serie fort in unregelmäßiger Reihenfolge, irgendwo in Berlin. Ich freue mich drauf und würde mich ebenso freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss.